Kommen wir zu unserem nächsten Beitrag. Es ist ja Wintersaison und abgesehen davon an der Anfang der Wintersaison, und da kann man ja noch etwas dazulernen. Wir wollen Ihnen eine neue Möglichkeit präsentieren, wie man die Weissen höher auch noch durchabstäuben kann. Eine Begegnung von einer neuen Art kann man diesen Winter an den Skilift machen. Die ganz angefressenen Surfer haben jetzt endlich eine Ersatzdroge gefunden für die kalte Jahreszeit. Alpinsurf heisst die neue Sportart, entwickelt und zur Serienreife gebracht vom Fuzzi Garhammer, einem grossen Pionier im Freestyle-Skifahren. So, Freunde, bevor wir beginnen mit dem Schneesurfer, hier mit dem Alpinsurfer zu surfen, zu schwingen, ein paar technische Details zum Gerät. Der Alpinsurfer besteht aus zwei Gleitkufen, einer Standplatte und dazwischen ein Gelenk. Beim Kippen der Standplatte wird die Bewegung übersetzt auf die beiden Gleiter, auf die Ski. Und ihr seht, beide Ski kanten unabhängig voneinander auf. Dadurch ist es möglich, eben auch auf der festen, harten Piste zu surfen. Was für Voraussetzungen muss ein Anfänger mitbringen, um den Alpinsurfer beherrschen zu lernen? Es ist so, die normale Skitechnik wird hier nicht ausreichen. Das Alpinsurfen ist eine eigene Technik, ein eigener Bewegungsablauf, der natürlich sehr ähnlich ist dem Wellenreiten, dem Funboard-Surfen, aber natürlich auch der Technik des Skateboardfahrens. Diejenigen Skifahrer, diejenigen Sportler, die also diese Bewegungen bereits beherrschen, können das sofort umsetzen und in einem Tag kann man eigentlich mit dem Gerät zurechtkommen. Skitechnik alleine genügt nicht, auch der gute Skifahrer fängt am Punkt Null an, wie das Skifahren angefangen hat. Also bitte nochmal aufpassen, die Steuerung erfolgt durch ein Kanten bzw. ein Kippen der Standplatte. Das Ganze wiederum führen wir aus über das Sprunggelenk, also einmal die Zehen runter, einmal die Ferse runter. Ich zeige es euch einmal im Gesamtablauf. Anfahrt, Schussfahrt und nun kippe ich die Standplatte, drücke die Zehen runter, jetzt drücke ich die Ferse runter. Zehen runter und jetzt lasse ich das Ganze noch etwas driften. Jawohl. Und dann schwingen wir das Gerät zum Hang ab. So. Das Gefühl ist also hier, wie wenn man in Hawaii auf der Weide. Au!